Hallo zusammen und willkommen auf meinem Desktop und zu einem kleinen Jubiläumsvideo. Denn ungefähr dieser Tage vor einem Jahr habe ich angefangen mit Let's Plays. Wann genau es ist, kann ich leider nicht mehr sagen. Ich habe schon mal geguckt, hochgeladene Videos, oh, da muss ich jetzt eine Weile scrollen. Ich hatte aber schon mal geguckt, wann das erste Video hochgeladen wurde. Der Haken dabei ist nur, dass ich damals sehr viele Videos auch wieder gelöscht habe. Denn wie bei so fast jedem Let's Player sind die ersten Videos ziemlich grottig. Also was den Kommentarstil angeht, was die Lautstärke angeht. Vor allem die Lautstärke ist fast bei jedem ein Problem am Anfang. Ist immer viel zu leise. Aber ja, die habe ich dann halt gelöscht und mit besserer Tonspur neu hochgeladen. Und selbst die habe ich dann teilweise nochmal gelöscht, weil dann schwarze Ränder da waren und so weiter und so weiter. Also ein wirkliches Datum habe ich nicht. Der Kanal wurde am 01.01.2011 erstellt. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich das Silvestermorgen gemacht habe. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, da wurde er erstellt. Benutzt hatte ich ihn aber erst ab November. Ich guck mal ganz kurz, wann das hier war, die erste Folge. Ich habe viel zu viel hochgeladen. So, das schaut auch gut aus. Letzte Seite ist privat und ist vom 17. November. Da haben wir Morrowind Teil 1. Ich glaube, der kam aber zuerst. Nein. Hier kam die Remastered-Version. Ah, gut, okay. Also das sind noch die original Morrowind-Folgen. Mit tierisch grässlichem Sound. Und davor war die Gilde 2. Das war mein allererstes Let's Play. Weil ich das zu dem Zeitpunkt gerade gespielt hatte. Und dann kam ich einfach auf die Idee, hey, mach doch mal ein Let's Play davon. Denn ich habe da zu dem Zeitpunkt schon seit einem Jahr ungefähr die Let's Player aus dem amerikanischen Raum so verfolgt. Vor allem 1F Jeff. Das war einfach sehr unterhaltsam, abends statt Fernsehen mal ihn zu verfolgen und nebenbei auf meinem anderen Bildschirm halt irgendwas zu zocken. Und dann dachte ich mir, hey, das kannst du doch auch mal ausprobieren. Und bei mir ist es eine recht wichtige Sache, mich selbst zu beschränken, wenn ich spiele. Das klingt ein wenig komisch, aber wenn ich sonst so spiele, dann sehe ich zu schnell Fehler da drin oder Möglichkeiten, Spielmechaniken auszunutzen und so weiter. Und wenn ich das dann machen sollte, verliere ich innerhalb von Stunden den Spielspaß und werfe das Spiel quasi in die Ecke. Das ist gerade bei sowas wie Morrowind recht extrem gewesen, weil es gab halt immer wieder neue interessante Mods. Und ich habe auch teilweise selber Stunden und Tage damit verbracht, neue Mods selber herzustellen. Aber dann merkt man dann, oh, das ist jetzt zu einfach. Oh, das ist jetzt zu schwer. Und so ein richtiges Spiel zu finden, war recht schwer. Und durch das Let's Play habe ich mir halt gedacht, du machst dir vorher ein Ziel, wie du das Spiel spielen willst. Und da musst du dich auch dran halten, weil sonst werden deine Zuschauer, damals habe ich natürlich auch gleich davon geträumt, dass ich Zuschauer habe, werden deine Zuschauer aufmocken. Die werden dann sagen, hey, so war das aber nicht geplant. Und dadurch zwinge ich mich selbst, mich an meine Regeln zu halten. Und ja, das klingt ein wenig komisch, ist aber so. Naja, das war jetzt am 17. November. Ich sag jetzt einfach mal, weil es so eine schöne Zahl ist, ich habe angefangen, Let's Play zu machen am 11.11.2011. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zahl. Ein Jahr Let's Plays, das war echt eine Reise schlechthin. Also für mich hat es gefühlt ewig gedauert, dieses eine Jahr jetzt. Das kommt natürlich noch hinzu, dass meine Tochter eine recht anstrengende Phase hatte. Aber sie ist halt ein Kleinkind, das gehört dazu. Und ich den ganzen Tag auf sie aufpasse. Dementsprechend dauert die Zeit dann noch länger. So, hier haben wir das erste, den ersten alten Soundtrack. 1000 Videoaufrufe. 14 Daumen hoch. Das sind so die letzten Tage. Insgesamt 1424 Aufrufe. Nicht wirklich viel. Aber das sind auch noch die alten Folgen, wo die Soundqualität richtig übel war. Selbst wenn da Remastered hintersteht. Das ist grausig anzuhören, vor allem mit Kopfhörern. Und ich war damals so dermaßen schüchtern. Oder nicht schüchtern, das ist das falsche Wort. Ich war halt nicht so energisch bei der Sache. Ich hatte nicht so sehr meine Gefühle rausgelassen. Was allgemein bei mir ein recht prekäres Thema ist. Normalerweise stopfe ich das alles in mich rein und lasse davon nichts raus. Und das ist dann beim Moderieren natürlich recht kontraproduktiv, weil ein Zuschauer mag meistens auch mitgerissen werden in der Spieldynamik und mit Eifern mit dem Spieler und so weiter. Wenn man dann einfach nur monoton vor sich hinredet, was gerade auf dem Bildschirm passiert, dann ist das doch ein wenig fade. Ja.
am Anfang war es halt primär, dass Leute mich zugeschaut haben, weil die Stimme so angenehm war, trotz des schlechten Mikros und weil es so schön ruhig war. Also zum Einschlafen quasi. Das werde ich zwar heutzutage auch teilweise noch und das sehe ich auch nicht wirklich als Negativpunkt, sondern als ein schönes Kompliment. Aber damals war es halt nur das. Inzwischen denke ich mal, dass alle Leute mich auch schauen, weil sie es halt interessant finden und weil sie mitfiebern. So, denke ich doch einfach mal chronologisch hier so die Videos durch und erzähle ein bisschen was dazu. Also wie gesagt, die Gilde 2, damit hat es angefangen, aber ich habe es recht schnell abgebrochen, weil ich so sehr am Morrowind spielen war. Diese Phasen kommen mir immer mal wieder, dass ich das Spiel auspacke, endlos modifiziere und dann irgendwann wieder wegstelle. Aber dieses Projekt ist, soweit ich weiß, auf YouTube einzigartig. Und auch die Spielweise habe ich sonst fast nirgendwo gesehen. Ich habe halt Morrowind richtig roleplayed. Also ich habe meine Hintergrundgeschichte ausgedacht und ich habe dann wirklich so gespielt, wie der Charakter spielen würde. Das heißt, er ist auch schlafen gegangen jeden Abend, er hat was zu essen gegessen, was getrunken. Ich habe dann die Spielwelt um mich herum als Sandbox benutzt, um dem Charakter Leben einzuhauchen. Das hat auch tierisch Spaß gemacht, aber es war sehr, sehr viel Arbeit. Denn so eine Sachen wie nach dem Tod mal neu laden oder irgendwelche anderen Sachen, die kann man einfach nicht bringen. Die reißen einem dann aus diesem Roleplaying raus. Und ich musste da sehr viel schneiden. Ich musste mir vor den Folgen Gedanken machen, was ich genau mache, wo ich hingehe, was ich wann sage und so. Das wird mir dann irgendwann zu anstrengend. Und da habe ich mit dem nächsten Projekt angefangen. Das müssten wir hier auch demnächst schon sehen. Ja, da fängt's an. Also hier habe ich noch meine Morrowind-Teile. Da habe ich auch zwischendurch meine Tageszusammenfassung gemacht. Aber wie ihr sehen könnt, es kommt nicht besonders gut an. Oder kam nicht so besonders gut an. Ich denke mal, wenn ich das heute neu auflegen würde, wäre es schon interessanter. Aber da habe ich momentan einfach nicht die Geduld zu. So, dann kam das erste richtig große Projekt bei mir. Baldur's Gate 1. Ich habe keine Ahnung, was mich da geritten hat. Zu dem Zeitpunkt sollte ein Let's Player sich eigentlich die Gedanken machen, wie gehe ich mit meinem Kanal weiter. Also die ersten Folgen sind bei fast jedem Let's Player total chaotisch, willkürlich gewählt, taktisch so gut wie keinen Sinn hinter. Aber ab diesem Zeitpunkt, so nach ein paar Wochen, sollte man sich eigentlich schon einen Plan machen, wenn man das Ganze ernsthaft betreiben will. Und der beste Plan in meinen Augen ist eigentlich, sich ein Spiel auszusuchen, das man gut kennt, was ich natürlich auch gemacht habe, aber was man auch schnell abschließen kann. Denn ein abgeschlossenes Projekt zu haben, oder am besten gleich mehrere abgeschlossene Projekte zu haben, ist ein sehr wichtiges Kriterium für Zuschauer, ob man einen Let's Player verfolgt oder nicht. Denn wenn ich auf den Kanal komme und sehe da 30.000 angefangene Projekte, nichts abgeschlossen ist und der Kanal läuft schon seit einem Jahr, dann bleibe ich nicht da. Egal wie interessant der Let's Player ist, das tue ich mir einfach nicht an, immer so zwischen den Projekten hin und her springen zu müssen. Also ja, eigentlich hätte ich mir irgendwas Kürzeres suchen sollen, aber ich habe mir so ziemlich das längste Spiel ausgesucht, was ich finden konnte. Also Baldur's Gate 2 wäre wahrscheinlich noch länger gewesen oder Planescape Torment. Aber ja, Baldur's Gate 1 hat mir einfach tierisch Spaß gemacht und gehört auch zu meinem absoluten Lieblingsspielen, zusammen mit Morrowind. Also eigentlich Baldur's Gate 2, aber ich wollte nicht mit dem zweiten Teil anfangen. Sowas finde ich meistens ein bisschen komisch. Der einzige Haken bei Baldur's Gate 1 war, und wird auch bei Baldur's Gate 2 sein, dass ich es auf Deutsch spielen musste, in Anführungszeichen. Weil ich habe ja einen deutschen Kanal gemacht, auch wenn ich zwischenzeitlich immer wieder mit dem Gedanken spiele, auch Englischen anzufangen. Also ich habe einen deutschen Kanal gemacht, also sollen die Spiele gefälligst auch auf Deutsch sein, damit niemand da irgendwie benachteiligt wird. Der Haken ist nur, dass die deutschen Synchronisationen teilweise echt übel sind und doch schon viel von dem Spielfluss und der Hintergrundgeschichte verloren geht, wenn man es dann auf Deutsch übersetzt. Aber da musste ich halt durch. Das ist soweit auch ganz okay gewesen. Und hier sind die Zahlen auch schon wesentlich besser, als wenn man es jetzt mit Morrowind vergleicht. Da ist noch ein alter Fetzen von Morrowind, warum auch immer ich den da nochmal hochgeladen habe. Aber ja, Baldur's Gate 953. Also so 700 Leute werden das bestimmt einmal durchgeguckt haben. Na, obwohl hier wird es weniger. 400 sind wir schon nur. Dann machen die ersten schlapp. Aber ja, allgemein darf man sich die ersten Videos bei einer Playlist gar nicht angucken, weil die guckt fast jeder. Einfach nur aus Neugierde, um mal in die Serie reinzugucken. Das Wichtigste sind echt so im letzten Drittel, wie viele Leute da noch regelmäßig die Folgen gucken. Daran kann man dann absehen, wie viele Leute das wirklich geguckt haben. Also springen wir mal einfach ein bisschen vorwärts in der Zeit. Das war jetzt die
31. Es waren sehr, sehr viele Folgen. Aber ich habe tierisch viel produziert. Mit einem Grund, glaube ich, warum mir ein paar Leute hängen geblieben sind. Weil es gibt, abgesehen von diesen tausend Projekten und jetzt abgeschlossen, nichts Nervigeres als jemand, der nur alle ein, zwei Wochen eine Folge hochlädt. Da ist es mir genauso egal, wie sein Content ist. Ich habe einfach nicht den Nerv dazu, immer wieder auf seine Seite zu gucken, um zu schauen, ob da irgendwas Neues gibt. So, wir sind jetzt schon bei Folge 127. Also ja, ein richtiges Mammutprojekt. Und da sieht man nur 175 Aufrufe. Zwischendurch mal wieder mehr, mal weniger, je nachdem, ob das ein vorgestelltes Video also auf der Hauptseite war oder nicht. Aber ja, 175 Leute haben also anscheinend die ganze Playlist einmal durchgeguckt. Und damit bin ich eigentlich relativ zufrieden. Dafür, dass ich da noch recht zurückhaltend war und die Tonqualität auch noch recht mies, weil es das alte Mikro war. Das ist okay. 175 Leute, das passt nicht in meine Wohnung rein. Ja, und mit solchen Tricks muss man sich auch wirklich behelfen, wenn man dann anfängt zu zweifeln, ob man zu wenig Zuschauer hat oder was weiß ich. Darum geht es nicht wirklich. Sobald man eine Handvoll Leute erreichen kann, die einem wirklich regelmäßig zuschauen und die Freude daran haben, die auch wirklich dann sich abends freuen, eine Folge zu gucken oder die, wenn sie krank sind, einfach mal was anschmeißen und das nebenher laufen lassen können, das reicht oder sollte einem eigentlich schon reichen. Denn dadurch hinterlässt man die Welt ein wenig besser, als sie vorher war. Klingt zwar sehr kitschig, ich weiß, aber für mich ist sowas wichtig, so eine Kleinigkeit. Einfach nur zwischendurch Leute unterhalten, zwischendurch Leuten helfen, ist eine sehr wichtige Sache für mich. Aber gut, ich bin jetzt schon so weit gesprungen, viel zu weit gesprungen. Baldur's Gate 154, ist das Ende? Baldur's Gate, da ist das Ende. So, bevor Baldur's Gate jetzt zu Ende war, oder kurz vorm Ende, kam dann Planescape Torment. Ja, ich weiß, der ein oder andere mag denken, hey, das ist doch gerade noch ein aktuelles Projekt von dir. Ja, 12. Januar 2012, auch ein schönes Datum für den Anfang davon. Da dachte ich mir dann halt, wenn du jetzt mit Baldur's Gate 1 durch bist, dann fang doch mal Planescape Torment an. Weil Planescape Torment von der Story her einfach ein absolut geniales Spiel ist und ich war halt gerade in dem Fieber von der Infinity Engine. Also Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment und dergleichen. Aber das hat nicht sehr lange gehalten, also dass ich da gut Folgen produziert habe. Das heißt, wir haben den Baldur's Gate hinter uns gelassen, Planescape Torment angefangen, aber dann seht ihr auch schon, nach ein paar Folgen kommt hier schon Gothic 1. Gothic 1 lief auch sehr gut, das habe ich auch geroleplayed. Baldur's Gate übrigens ansatzweise auch. Also ich habe zwar zwischendurch direkt mit dem Zuschauer geredet, das habe ich bei Morrowind gar nicht gemacht, was recht komisch war. Also das habe ich bei Baldur's Gate schon gemacht und bei Gothic habe ich das versucht zu vermeiden. Also ich habe es, ja, es war schwierig zu beschreiben. Ich habe das gemacht, was für den Charakter am meisten Sinn macht. Also ich habe kein Powergaming betrieben, ich habe versucht, mein eigenes Spielerwissen zu ignorieren und habe halt immer nur auf das reagiert, was gerade auf dem Bildschirm passiert und was der Charakter vorher durchgemacht hat. Und das schien soweit auch ganz gut anzukommen. So, scrollen wir mal weiter runter. 26. So, kaum war Gothic bei Folge 19 und Planescape Torment lief immer noch irgendwo nebenher. Da kam eine Nachricht von einem Zuschauer, der meinte, oh, kennst du eigentlich Anvil of Dawn? Willst du davon nicht vielleicht mal ein Let's Play machen? Davon habe ich noch keins so gesehen auf YouTube. Da habe ich mir gedacht, Anvil of Dawn, da hattest du doch schon mal reingeguckt. Hatte ich damals aber abgebrochen, weil ich irgendwann keine Heiltränke mehr hatte und nicht mehr weiterkam. Also habe ich da noch mal reingeguckt und es machte mir Spaß. Es machte mir richtig, richtig Spaß. Ich habe tierisch viele Folgen davon produziert, tierisch schnell. Und darunter musste dann Gothic wiederum leiden. Also typische Anfängerfehler, viel zu schnell ablenken lassen, die Sachen nicht so schnell zu Ende bringen, wie man sie zu Ende bringen sollte. Aber ja, da hatte ich wenigstens Baldur's Gate schon im Sack und so ein Mammutprojekt abgeschlossen zu haben, sollte eigentlich dem Zuschauer zeigen, ich bin hier, um zu bleiben. Ich bin kein Ein-Monats-Let's Player. Weil das ist für mich schon fast ein eingetragener Begriff. Es gibt so viele Leute, die anfangen, Let's Plays zu machen. Einfach nur, weil es fast jeder macht und man fast nichts dazu braucht. Und weil es Aufmerksamkeit gibt, was sehr viele Leute brauchen.
Ja, aber die machen das dann eine Weile, sehen dann, oh, ich habe ja gerne Tausende von Zuschauern und hören dann wieder auf. Damit der Zuschauer nicht denkt, man wäre einer davon, muss man sich irgendwie abheben. Die Sachen anders machen, die Sachen konsequent machen, sehr viel Content produzieren, qualitativ guten Content produzieren und auch Geld investieren. Ich hatte, glaube ich, zu Beginn von Anvil of Dawn schon das neue Mikro. Das war dann eine Investition in ein Hobby und damit bin ich auch ganz zufrieden bisher. So, also Anvil of Dawn läuft. Hier haben wir ein Video, ein Papa-Bär sagt Hallo. Da wurde mir vorgeschlagen, dass ich doch mal bei einem Stimmcontest mitmachen sollte. Beim Videoamt. Habe ich dann auch gemacht. Es gab auch recht viele Aufrufe. Also damals waren es für meine Verhältnisse sehr viele Aufrufe und gab auch ein paar neue Abonnenten. Aber so wirklich was bei rumgekommen ist nicht. Also es wurde nie wirklich gesagt, wer denn da jetzt vorgestellt wird und wer der Beste war und wer die Besten waren. Das ist alles irgendwie untergegangen. Fand ich ein bisschen schade. Aber naja. Zu den Zeiten hier übrigens, wo Gothic läuft und Anvil of Dawn auch noch läuft, wurde ich auch zum Let's Player des Monats, Januar war das, glaube ich, gewählt, vor den Player News. Das war auch eine sehr, sehr gute Sache für meinen Kanal. Also zum einen kamen da an einem Tag gleich 30 neue Abonnenten oder so, was für damalige Verhältnisse absolut viel war. Und ich habe schon so einen richtigen Höhenflug bekommen. Ja, das war sehr cool. Und auch, dass ich da einfach so eingenommen wurde. Weil er hatte sich vorher ein paar Leute rausgepickt, die er eigentlich nehmen wollte. Dann ist er über meinen Kanal gestolpert und hat gleich gesagt, komm, den nehme ich jetzt. Also ich hoffe, dass mir jetzt keiner böse, dass ich den Slot weggenommen habe. Aber ja, für mich war es sehr cool. So, Planescape Torment läuft immer noch. Das läuft ja noch bis heute. Immer langsamer. Gothic läuft durch. Ja. Minecraft. Es gab zwischendurch auch Minecraft hier auf dem Kanal. Ich hatte da so eine richtige Phase, wo ich fast nur noch Minecraft gespielt hatte. Und ich habe dann erstmal angefangen mit einem Let's Show-Projekt. Das heißt, ich habe offline irgendwas gemacht, habe es dann vorgestellt, dann wieder offline was gemacht, wieder vorgestellt, weil ich halt nicht durchgehend aufnehmen kann. Ich kann immer erst abends, wenn die Damen des Hauses schlafen, aufnehmen. Und tagsüber, wenn ich dann mal zwischendurch Zeit habe, will ich natürlich auch irgendwas spielen. Weil Spielen die wichtigste Zerstreuung für mich ist. Und Zerstreuung braucht man sonst. Ja, lassen wir das. Ja, also das habe ich dann nach und nach versucht auf den Kanal zu bringen. Weil es für mich keinen Sinn machte, irgendetwas zu spielen, was man nicht auch auf dem Kanal veröffentlicht. Denn Content ist halt sehr wichtig, möglichst viel Content zu produzieren. Das einzige Problem war halt, dass ich den Kanal von vornherein als Oldschool-Kanal ausgelegt hatte. Und als ich dann die ersten Folgen Minecraft hochgeladen hatte, dann wurden gleich die Stimmen laut. Ah, das gehört hier ja nicht hin. Und ah, jetzt kommen die ganzen Kiddies und trollen hier rum. Und dann habe ich mir überlegt, was kannst du da machen? Dann habe ich einfach einen Zweitkanal eröffnet, der jetzt inzwischen total eingeschlafen ist. Und da habe ich dann alle Minecraft-Sachen raufgepackt. Das lief auch eine Zeit lang ganz okay. War auch recht unterhaltsam und es kamen keine Kiddies. Aber trotzdem, irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr auf Minecraft, weil es halt zu trocken, zu uninteressant wurde. Und habe dann hier ganz normal weitergemacht. Allgemein ist der Kanal, während ich den Minecraft-Kanal hatte, aber nicht eingeschlafen. Also hier wurde ganz normal weiter produziert. Da habe ich schon drauf geachtet. So, hier kommt auch die erste Kanalvorstellung von EVNLP. Den mochte ich ganz gerne, der hat leider aufgehört. Und danach habe ich ab und an mal wieder Kanalvorstellungen gemacht. Obwohl Kanalvorstellungen, das ist echt ein zweischneidiges Schwert. Also Kanalvorstellungen sind eine Möglichkeit, um die Fühler auszustrecken und den Kanal etwas besser zu promoten. Also den eigenen Kanal, indem man andere Leute vorstellt. Das machen sehr, sehr viele Let's Player. Hatte ich hiermit auch versucht. Also Eva und Hex habe ich vorgestellt, weil ich die einfach gerne geguckt habe. Aber danach kamen nur noch halt andere dazu, weil ich einfach nur das in mein Repertoire aufnehmen wollte. Ich wollte also Oldschool-Videos machen und ich wollte Kanäle vorstellen und noch andere Kleinigkeiten, um halt ein breiteres Spektrum abzudecken an Zuschauern. Aber ja, fast jeder macht es, weil es ist nicht viel Arbeit. Man guckt sich einen Kanal an, spricht ein paar Minuten dazu, stellt es online, dann guckt auf jeden Fall schon mal die Person und größtenteils auch deren Zuschauer dieses Video, um zu sehen, was denn über ihren Let's Player da erzählt wurde. Und ein paar von den Leuten können dann bei einem selber hängen bleiben.
Der Haken ist nur, dass es halt sehr viele machen. Und wenn irgendetwas sehr viele machen, ist es meistens sehr viel Murks. Weil die meisten Leute das halbherzig machen oder nicht wirklich professionell oder deren Equipment einfach scheiße ist. Und ja. Na gut, ich habe einfach mit der Zeit davon aufgehört, weil ich mag einfach nicht sehr viele Let's Player. Es gibt eine Handvoll Leute, die ich gerne mag. Die sind meistens auch sehr ruhig und kommen nicht so gut beim Mainstream an. Aber das ist mir ziemlich Wayne. Die versuche ich dann auch vorzustellen, wenn sie denn vorstellungsfähig sind. Da sage ich jetzt nicht irgendwie bösartig oder so, sondern man muss auch selber überlegen, wann will man seinen eigenen Kanal promoten. Also man sollte mindestens ein paar Videos offen oben haben, man sollte schon ein paar abgeschlossene Projekte haben und so weiter. Denn es bringt nichts, wenn man gerade erst angefangen hat und dann ein größerer, in Anführungszeichen, Werbung für einen macht. Dann kommt ein ganzer Schwall von interessierten Leuten an, sieht dann, oh, da ist ja fast gar nichts oder oh, das hat eine schlechte Qualität und zieht dann irgendwann wieder ab. Und wenn man einmal einen Zuschauer auf seinem Kanal hatte und der geht enttäuscht weg, kommt er unwahrscheinlich wieder. Also ja, man sollte sich überlegen, wann man sich promoten lässt und wann nicht. So, was haben wir hier noch? Eine gute Nachtgeschichte. Oh, das war ein schönes Projekt. Fairy Tales ist eines meiner ersten Spiele gewesen. Das habe ich mit meinem Dad zusammengespielt. Und da habe ich einfach eine gute Nachtgeschichte draus gemacht. Also ich habe das Spiel ganz normal gespielt und habe es dann nebenbei so kommentiert, als wäre es ein Märchen. Aber das war tierisch viel Arbeit. Und dann habe ich dann irgendwann einfach aufgehört. Also ich habe nur eine Folge hochgestellt. Irgendwo auf meinem Desktop, also auf dem anderen Bildschirm, den ihr jetzt nicht sehen könnt, schwirrt davon auch noch die Rohdatei rum. aber das war mir einfach zu viel Arbeit. Und ich war mit Gothic, Planescape Torment, Anvil of Dawn und allen möglichen anderen einfach zu sehr ausgelastet. Zwischendurch seht ihr auch immer wieder die Gerugon News. Die machen mir auch relativ viel Spaß. Und es war einfach die Idee dahinter, dass man eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Also wenn man sich selber so gibt, als wenn man schon etwas Wichtigeres wäre, als man eigentlich ist, neigt es dazu, auch wirklich so zu werden. Weil die Leute halt denken, oh, der ist ja so professionell und oh, der macht diese und diese Sachen, der muss ja ein Guter sein. Und dadurch kommen dann mehr Leute und man wird ein Guter. Das ist halt einer der Einfälle, die ich so hatte. Und bisher läuft das ganz gut. Außerdem finde ich es ein nettes Feature, wenn man so ein wenig aktuelle Themen in einem Video zusammenpackt, damit die Zuschauer auch was zum Gucken haben und wissen, was hinter den Kulissen so abgeht. Genauso wichtig wie halt die Feeds zwischendurch oder Twitter-Nachrichten oder dergleichen, dass man halt weiß, warum kommen jetzt keine Folgen, aha, er muss dieses Wochenende wieder viel arbeiten oder muss einspringen oder ist mal wieder krank, was ich ja recht häufig bin, damit man denn nicht davor steht und denkt, oh, der hat jetzt aufgehört oder dergleichen. So, Anvil of Dawn läuft hier noch und ich habe schon Dungeon Master angefangen. Ja, stimmt. Da war ich auf dem Dungeon Crawler Trip. Da bin ich eine ganze Weile drauf gewesen und bin ich eigentlich immer noch mit DSA. Dungeon Master war halt einfach das Urgestein. Also ich hatte Anvil of Dawn angefangen, habe dann gesehen, oh, das macht mir richtig Spaß. Und dachte ich mir, was in der Richtung hast du denn auch mal gespielt? Der kam natürlich gleich Dungeon Master, ebenfalls eins meiner ersten Spiele. Und das habe ich auch recht flott durchgezockt. Aber ihr seht hier schon, wir haben jetzt Gothic, das immer noch nicht fertig ist. Wir haben Dungeon Master, wir haben Anvil of Dawn, wir haben irgendwo immer noch Planescape Torment. Nebenbei auf dem anderen Kanal noch Minecraft. Und ja, ich war hier sehr, sehr beschäftigt. Aber ja, weitere Kanalvorstellungen. Und wir nähern uns langsam der aktuellen Zeit. Auch wenn es inzwischen über 1000 Videos sind. So, eine Kanalvorstellung von Let's Rock Minecraft. Mit denen habe ich auch öfters zusammengearbeitet, denen habe ich meine Stimme geliehen. Also wenn die irgendwelche Projekte gemacht haben und die brauchten einen Vorleser, dann habe ich ihnen, glaube ich, 2-3 Mal irgendwelche Audiodateien geschickt. Genauso wie dem Hersteller von... wie hieß er? Er macht Gothic-Videos. Es tut mir jetzt leid, dass mir der Name nicht einfällt. Aber guckt einfach mal nach Huno dem Schmied. Das hat er gemacht. Und dem habe ich auch meine Stimme geliehen. Einmal für Huno den Schmied, einmal für so ein CSI-Kolonie-Projekt und ähnliches. Und was fällt mir da noch so ein? Also ja, falls ihr irgendwo mal eine Stimme braucht und es dauert nicht allzu lange, also ich nehme momentan nur kleinere Projekte an, könnt ihr mich gerne anschreiben. Müsste hier irgendwo auch nochmal auftauchen.
Ach nee, das sind meine Playlist. Ich habe extra eine kleine Ego-Playlist, wo ich alle Videos so rein verlinke, wo ich erwähnt werde. Und dazu gehören dann halt auch meine Sprachrollen. So, Gothic, ein Video, altes Design, neues Design. Das war echt im Nachhinein eigentlich nur eine Kleinigkeit. Aber da haben sich so viele Leute drüber aufgeregt. Und ich finde es auch nicht besonders gut gelungen. Also es hemmt ein wenig die Interaktion. Dadurch, dass man jetzt erstmal zwei, dreimal klicken muss, bis man auf die Kommentare kommt. Das distanziert ein wenig die Community von dem Let's Player. Aber naja, habe ich damals auch ein Video zu gemacht und kam auch soweit ganz gut an. Und auch meine ersten FAQ-Videos. Auch eine Sache, die für mich zu der selbsterfüllenden Prophezeiung gehört. Genau wie die News. Es wirkt einfach ein wenig souveräner. Auch wenn zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur drei, vier Leute bisher gefragt hatten, was für ein Equipment ich eigentlich benutze. Ich dachte mir, die Frage wird in der Zukunft auf jeden Fall nochmal kommen. Und sie kam recht häufig. Der einzige Haken dabei ist, ich wollte nicht einfach immer nur patzig sagen, guck doch einfach das Video an. Das wirkte einfach zu unfreundlich. Also habe ich dann trotzdem immer wieder geschrieben, was ich denn für Equipment benutze. Jedenfalls meistens. So, Gothic läuft immer noch, Anvil of Dawn auch. Dum, 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 wieder runter. Planescape Torment zwischendurch. Minecraft. Das ist hier immer noch online. Die wollte ich eigentlich mal runterschmeißen. Aber gut, muss ich ein andermal machen. Aber ja, ich wollte hier vom Kanal runternehmen, dass, wenn man mal nach meinem Namen googelt, dass dann nicht gleich Minecraft auftaucht und ich abgeschoben werde, allein deswegen. Ja. Hatte ich auch beim Arbeitskollegen gemacht. Der hat gleich gesagt, oh, du machst ja Minecraft-Videos, das will ich nicht gucken. Da meinte ich, nee, 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 das war nur so ein ganz kleiner Ausrutscher. Ja, manche Leute reagieren da echt allergisch. So, Anvil of Dawn neigt sich dem Ende. Ja, und da kommt Legend of Grimrock. Das war der Durchbruch schlechthin für mich. Also ich hatte darauf schon so halb geschielt, als ich Anvil of Dawn angefangen hatte. Und ich wurde von mehreren Leuten angeschrieben, dass es da demnächst etwas Ähnliches rauskommt. Also habe ich geguckt, wann kommt es raus. Hab mir für die Tage schon freigenommen, habe auch Babysitter engagiert und alles. Hab dann das Spiel sofort gekauft, sobald es auf Steam aktiv war. Hab dann sofort angefangen zu spielen. Nach den ersten 20 Minuten Material habe ich dann das sofort gerendert. Die nächste Folge schon mal aufgenommen, während es gerendert hat, und dann, als die erste Folge gerendert hatte, das gleich hochgeladen. Und da ich einen recht guten Rechner habe und eine sehr, sehr schnelle Internetverbindung, ich glaube, mit die beste in Deutschland. Also, wir haben hier in Norderstedt einen Anbieter, der heißt Wilhelm Tell. Der ist so ein Prototyp für mehrere neue Verfahren. Und das kann man halt recht gut dann ausnutzen als Let's Player. Also war ich mit der Erste, der die Folge hochgeladen hat. Und das ist dann ein super Schneeballeffekt. Weil gerade zu dem Moment, wenn ein neues Spiel rauskommt, gucken die Leute auf YouTube und dann gucken sie halt, wer hat die meisten Views. Das heißt, das ist immer der, der zuerst da ist. Da hat man schon mal einen Fuß in der Tür. Dann ist nur noch der Haken, dass man auch einigermaßen unterhaltsam sein muss, dass sie auch da bleiben. Sonst hat man einfach zigtausend Aufrufe beim ersten Video und danach keine mehr beim zweiten. Dem war aber Gott sei Dank bei mir nicht so. Das hat einen richtig, richtig, richtig guten Push gegeben. Also, ich kann leider die Analytics-Zahlen nicht so zeigen, weil sonst verstoße ich wieder gegen irgendwelche Google-Richtlinien, weil da ja auch meine Einnahmen mit beistehen. Aber ja, es war ein sehr guter Push. Tierisch viele Abonnenten habe ich bekommen, zigtausende Aufrufe und das habe ich dann auch durchgepowert wie nichts Gutes. So, Seite 18 sind wir jetzt schon. Gothic geht auch langsam Richtung Ende, aber dann habe ich halt fast gar nichts mehr von Gothic gemacht und auch Anvil of Dawn ist eingeschlafen. Ich habe dann halt gemerkt, dass dieser Schneeballeffekt super läuft und da muss ich auch dranbleiben, also habe ich alle anderen Projekte ein wenig vernachlässigt. Gucken wir mal hier. 16. April. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Folgen an einem Tag. Das können die wenigsten Leute wuppen. Also zum einen die Zeit haben, in Real Life es erstmal aufzunehmen. Die meisten müssen ja arbeiten. Und dann auch das Ganze überhaupt hochzuladen. Denn mit einer durchschnittlichen Verbindung würde sowas Stunden dauern. Bei mir geht es halt einen Ticken schneller. So, Seite 17. Dungeon Master ist jetzt erst bei der 10. Folge. Grimrock ist schon bei der 73. in der Zwischenzeit. Aber ja, es hat einfach tierisch Spaß gemacht. Und vor allem auch zu sehen, dass so viele Leute das gucken und so viele Kommentare abgeben, das ist echt ein absoluter Ego-Boost.
Tut einfach nur gut zwischendurch. Also wenn der Tag mal richtig anstrengend ist mit der Kleinen oder die Arbeit einen fertig macht, weil ich ja Nachtschichten mache, wenn man dann nach Hause kommt und sieht, oh, 5 neue Abonnenten und 10 neue Kommentare, das ist schon echt cool. So, hier bin ich jetzt dabei, Anvil of Dawn wenig aufzuholen, weil wir hier Legend of Grimrock schon durch haben. Keine 10 Tage oder was später. Echt krass. Aber ja. Anvil of Dawn wird dann auch gleich abgeschlossen. Das Ende. Genau. 4 Tage nachdem Grimrock durch war, war auch Anvil of Dawn durch. Und damit hatte ich jetzt schon mehrere Projekte abgeschlossen. Und fühlte mich auch schon einigermaßen sicher. Dass ich sagen konnte, jetzt kann ich auch ein bisschen rumalbern, jetzt habe ich genug Projekte abgeschlossen und ich muss mir selber nicht so einen Druck machen. Denn Druck ist ein recht wichtiger Faktor als Let's Player, jedenfalls bei mir, weil ich nehme es halt ernst, die Kommentare. Was teilweise recht anstrengend ist, weil ich es mir dann auch zu sehr zu Herzen nehme. Aber man muss einfach auf seine Zuschauer auch in gewisser Weise hören und ein wenig auch auf die zugehen. Wenn man einfach nur stur sein Ding immer durchzieht, hat man vielleicht Spaß, aber man kommt nicht wirklich gut an. Keiner mag wirklich ein Arschloch. Arschlöcher sind teilweise unterhaltsam, aber nicht unbedingt etwas, wo man hängen bleibt, sage ich einfach mal. Jedenfalls nicht über die Jahre. Und ich habe echt vor, das noch mehrere Jahre oder Jahrzehnte zu machen. Denn auch Opa Gerugon als Let's Player stelle ich mir recht unterhaltsam vor. So, jetzt komme ich auch mal wieder dazu, Dungeon Master weiter zu spielen und zwischendurch sogar Planescape Torment. Gothic, ja, eiert hier auch noch ein bisschen hinterher. So, was kommt als nächstes? Mein Geburtstag. Und weiter Gerugon News. Und Dungeon Master ist hier auch abgeschlossen. Wieder ein Dungeon Crawler Projekt. Und damit habe ich mich, glaube ich, auch einigermaßen etabliert in dieser Nische der Oldschool Roleplayer, weil ich halt schon so viele alte Projekte abgeschlossen habe. Als nächstes kommt hier Lands of Lore 1. Das habe ich auch recht schnell abgeschlossen, zumal es ja nicht wirklich lang ist. Oh, ja, und ein FAQ-Video von mir über Mainstream, Retro, Oldschool. Dachte ich mir einfach, kommt mal ganz gut an. Weil es halt immer wieder aufkam, was genau machst du da eigentlich oder warum nennst du das so und so? Würdest du dieses und jenes Spiel spielen? Weil als ich Grimrock angefangen hatte, kamen auch gleich die ersten Leute wieder und haben gemeckert. Das ist echt anstrengend, wenn man für Leute etwas produziert. Die Leute gucken es auch gerne, aber dann rumnörgeln bei jeder Kleinigkeit. Da weiß man nicht so wirklich, wie man sich verhalten soll. Soll man die ignorieren? Soll man die anpatzen? Soll man einfach drüberstehen? Aber mit drüberstehen habe ich es nicht so wirklich. Wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, dann will ich da gefälligst auch irgendwas zu sagen. Aber das kommt dann halt nicht so gut an. Man will dann auf die Zahlen auch achten, dass dann keine Abonnenten abspringen und das verursacht dann wieder Stress. Und also ja, das Let's Player-Leben ist nicht so einfach. Zumal auch jede Menge rumgetrickst werden kann. Und auch Psychospielchen aller jemand macht sich 10 Accounts, abonniert einen dann peu à peu. Und an manchen Tagen springen dann einfach alle 10 Accounts auf einmal ab. Und man fragt sich dann, hey, was ist denn jetzt los? Was habe ich falsch gemacht? Und das ist echt übel. Oder auch die Standard-Trolle, die dann einfach nur alles schlecht machen, was man macht, obwohl es gar nicht schlecht ist und alle anderen sagen, der spinnt. Aber trotzdem, man überlegt dann doch ganz kurz, ist da vielleicht was dran oder nicht? Naja. So, wir sind jetzt schon im Juni und jetzt fange ich an mit Dwarf Fortress. Noch ein Spiel, wo ich dachte, das kommt nicht so gut an, aber es ist mit momentan eins der beliebtesten. Also, es war jedenfalls eine Zeit lang mit eins der beliebtesten, weil es einfach auch so krass anders ist. Und es gibt zwar viele Videos dazu online, aber nicht sehr viele lange deutsche. Also es gibt natürlich einmal Dogarty, der hat das eine Weile gemacht, aber inzwischen auch, glaube ich, damit aufgehört. Und da dachte ich mir einfach, ach komm, das spielst du auch so gerne, probier es einfach mal auf dem Kanal zu verbreiten. Dann kam natürlich auch gleich das erste Geschrei, oh, das ist kein Oldschool-Spiel. Aber für mich ist es einfach eins. Besser gesagt, es ist ein Retro-Spiel. Es ist ein modernes Spiel, das auf alten Sachen aufbaut. Und allein, wenn man sich die Grafik anguckt. Es ist kein Halo 3, es ist kein Modern Warfare oder was weiß ich. Also soll man da gefälligst auch nicht meckern. So, Gothic ist bald abgeschlossen. Dwarf Fortress läuft sehr gut, recht schnell.
Hier eine kleine Erklärung, wie man das Lazy New Pack installiert. Wir sind schon auf Seite 10. So. Dann habe ich inzwischen nochmal Legend of Grimrock angefangen. Und zwar mit einem 100% Run. Ich dachte mir, da es gerade noch so aktuell ist, das Spiel, probiere einfach mal noch einen Run. Kam dann auch am Anfang relativ gut an, aber irgendwann hat er sich das halt dann tot gespielt. Und die Zuschauer sind ein wenig fern geblieben. Also ich vergleiche mal ganz kurz hier, Let's Clear Grimrock, Folge 20, 300 Aufrufe, Tor Fortress 898. Aber ja, er hat das dann trotzdem abgeschlossen, weil ich ungern Projekte abbreche. Und es hat mir trotzdem noch Spaß gemacht. Aber wie gesagt, einmal durchspielen hätte da eigentlich auch gereicht. So, klick. Nicht wirklich was Neues, aber woher kommt mein Name, habe ich noch ein FAQ-Video gemacht. Und ein ganz kurzes Gameplay-Video zu Tribes Ascent. Auch ein Spiel, das auf keinen Fall hier auf dem Kanal wirklich gehört, aber ich wollte einfach nur mal kurz zeigen, was ich denn so privat zocke. Das habe ich auch nach und nach eingeführt, also ich habe immer mehr von mir preisgegeben. Zuerst wollte ich auch gar nicht meinen Real-Life-Namen sagen, ja, ich wollte nicht meine Steam-Daten freigeben, meine Skype-Daten und so weiter. Und das ist halt nach und nach immer transparenter geworden, weil ich den Leuten halt auch zeigen wollte, was ich sonst so spiele, was für ein Mensch ich bin. Und ich denke, das kam ganz gut an. So, eine Spielevorstellung kam hier auch, und zwar von Gnomoria. Das ist ja so ein bisschen wie Draw Fortress. Und die Spielevorstellungen sind auch zwar noch nicht besonders häufig vertreten bei mir auf dem Kanal, aber ich denke, sie kommen gut an. Weil die Leute, die meinen Kanal aktiv verfolgen, haben meistens auch einen ähnlichen Spielegeschmack wie ich. Und für die könnte es dann interessant sein, wenn ich irgendwas vorstelle, was ich auch spielen würde. Zum Beispiel XCOM habe ich vor kurzem mir auch wieder vorgestellt. Und das kam, wie gesagt, auch sehr gut an. So, das Ende, Ausrufezeichen bei Gothic 1. Ja, hat eine Weile gedauert, aber auch das abgeschlossen. Der zweite Teil kommt auch irgendwann. Meine To-Do-Liste ist sowas von lang, aber steht auf jeden Fall recht weit oben drauf, zusammen mit Baldur's Gate 2. Klick. Ja, jetzt habe ich momentan hier nur Lauf zu dem Zeitpunkt Brawl Fortress, jede Menge. Und Legend of Grimrock den Clear Run. Und hier ist das Hauptgeheimprojekt. Das war eine sehr coole Sache. Also im Endeffekt ist es nicht ganz so gelaufen, wie ich dachte, aber ich bin immer noch sehr zufrieden. Ich wurde da ja angesprochen von World of Players, das ist eine recht große Internetplattform zu allen möglichen Spielen. Und die hatten mich gefragt, ob ich nicht die Nordland-Trilogie anfangen möchte. Und dass sie auf deren neu gegründetem DSA-YouTube-Kanal auch hochgeladen werden. Der Plan war dann halt, dass ich die Nordland-Trilogie mache, jemand anders Ketten von Satinav und noch jemand anders dann Drakensang. Auch wenn das nicht ganz so schnell anlief wie geplant. Und auch die Zahlen waren nicht ganz so, wie ich dachte. Also ich dachte natürlich sofort, oh, das ist so eine große Internetseite, die haben Hunderttausende von Aufrufen und das wird dann bei mir ähnlich sein und ich könnte dann gleich meinen Job kündigen und davon leben und was weiß ich. ist dann nicht ganz so gelaufen, aber die Zahlen sind trotzdem sehr gut für DSA und es hat mir tierisch viel Spaß gemacht. Zumal da es ja auch so semi-professionell war, da ich von der richtigen Firma angeschrieben wurde, habe ich mir auch tierisch viel Mühe gegeben. Also ich habe dann auf der Arbeit, wenn gerade mal nicht so viel los war, mir Hintergrundgeschichten zu Tirik und Jallen und was weiß ich ausgedacht. Und wie sich die Gruppe gefunden hat und wie ich das Spiel spielen werde und so weiter. Ich habe da echt zig Seiten aufgeschrieben, um halt gut vorbereitet zu sein. Aber ich habe mich auch nicht so weit vorbereitet, also ich habe nicht die Komplettlösung hoch und runter gelesen. Ich habe nur ein paar sehr wichtige Punkte von einem Kumpel mir erklären lassen. Wie zum Beispiel das mit dem Gold aufheben in einer gewissen Höhle, dass man das nicht machen soll und solche Sachen. Habe ich aber auch versucht, möglichst zu vertuschen. Also, dass man nicht wirklich mitbekommt, dass ich etwas tue, von dem ich es weiß, aber von dem ich nicht will, dass andere es wissen. Hat das jetzt Sinn gemacht? Ich hoffe schon. Also ich wollte halt, dass es wirklich ein flüssiger Spielverlauf ist und man sich in die Rolle reinversetzen kann. Und hier geht's auch schon los. Wo ist das erste Video? Schicksalsklinge, müssen wir wieder zurück. Nanü. Oh, ich habe vergessen, Creative Commons bei den ganzen neuen Videos einzuschalten. Ups.
Nicht, dass der DSA-Kanal da gleich Ärger kriegt. Da ist Folge 5. Ach so, ich habe die hier erstmal hochgeladen und dann eine Woche lang nicht öffentlich gestellt, weil ich mich mit dem DSA-Kanal synchron schalten wollte. Und weil die halt auch Werbung auf World of Players geschaltet haben. Und da musste ich halt ein wenig warten. Hier ist Folge 3, 4. Müssen wir noch weiter zurück. Ja, das konnte ich echt nicht abwarten, bis der Release war. Weil ich ja dachte, das wird so eine riesen Angelegenheit. Aber naja, hier ist Folge 1, 11. Juli. Mit 1000 plus Aufrufen und 53 Daumen hoch. Das hatte ich, glaube ich, bis zu dem Zeitpunkt noch nie gehabt. Aber ja. War sehr schön, das Ganze zu verfolgen, dass man auch sieht, dass die Arbeit, die man reinsteckt, auch wirklich was bringt. Und dass die Leute sich freuen, dass da was kommt und auch so schnell kommt, wie es bei mir produziert wird meistens. Ja. No, da sind wir schon bald bei den aktuellen Folgen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das Video schon geht, aber ich sabbel einfach mal weiter. Wenn es euch interessiert, könnt ihr ja da bleiben zuhören, wenn nicht, dann halt nicht. Ist ja nicht so schlimm. Das Ganze ist eigentlich ja nur dazu da, dass ich ein wenig von der Seele reden kann und euch zu erklären, wie es mir in der Zeit gegangen ist. Muss man ja nicht alles hören. So, was haben wir hier noch? Tor Fortus läuft fleißig weiter. Oh, hier haben wir einen Livestream-Test. Also ich habe ja auf dem Minecraft-Kanal auch einen Livestream gemacht, jeden Mittwoch mit Hex. Für, ich glaube, 2-3 Monate. Und hier hatte ich jetzt auf dem Hauptkanal mal geguckt, wie das denn ist. Denn YouTube hatte eine neue Funktion eingeführt, halt diese Livestreams. Der Haken dabei war erstmal, es ruckelte tierisch, im Gegensatz zu Twitch, wo ich halt Minecraft gestreamt hatte. Und man sah mir dieses kleine Video da unten. Und dann habe ich halt einfach ein bisschen Wurm Online abgefilmt, dass ich zu dem Zeitpunkt recht aktiv gespielt habe. Aber ja, das ging eigentlich nur primär nur darum, zu gucken, wie das funktioniert. Und nicht, dass ich da irgendwas vorhatte. Denn Livestream zu machen, ist in meinen Augen ein wenig zu, ich weiß nicht, mag ich einfach nicht. Zum einen kann ich meine Tonspur nicht editieren, also ich kann das Rauschen nicht rausfiltern. Und auch so eine Huster und zwischendurch was trinken. Und das finde ich einfach alles ein bisschen komisch. Aber naja, jedem das seine. Zack, 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 zack. Wirklich viel wird jetzt nicht mehr passieren, das kennt ihr ja alle schon. Also der Clear Run von Grimborg wird gleich abgeschlossen, DSA läuft fleißig weiter. Da sind wir ja inzwischen schon bei Folge 102. Und sonst läuft hier auch gar nichts mehr, oder? Ah doch, Planescape Torment. Aber da muss man schon sehr genau hingucken, um hier zwischendurch mal eine Folge davon zu sehen. Wenn überhaupt noch eine kommt. Hier ist nochmal die Spielevorstellung von XCOM Enemy Unknown. Hat auch schon 700 Aufrufe. Ja, sehr schön. Und aktuelle Seite, Schicksalsklinge 88. Nee, das kann nicht sein. Stimmt, jetzt sind wir auf Seite 1. So, und da kommt auch schon X3. Und eine neue Planescape-Folge. Yay, ich habe mich wieder zusammengerafft. Es ist recht schwierig, in Projekte wieder reinzukommen, die man so schleifen lässt. Denn man muss hier auch immer wieder die alten Folgen sich durchgucken, um zu wissen, was habe ich da gerade gemacht, damit es nicht zu ruckelig wird vom Spielverlauf her. Aber ja, X3, das war ein kleiner Fauxpas meinerseits. Eigentlich hatte ich vorgehabt, das Spiel, also die Folgen hochzuladen, aber nicht öffentlich zu stellen. Weil in dem Let's Play werde ich ja sehr viel Off-Camera machen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach nur tierisch Bock, X3 zu spielen, wollte aber mich halt mal wieder selber beschränken, indem ich das Ganze als Let's Play mache, um halt nicht zu schummeln und nicht irgendwelche Mods zu installieren, zu schnell an Credits zu kommen und so weiter. Wollte dann die wichtigsten Phasen erstmal hier hochladen und dann erst das eigentliche Let's Play anfangen, wenn ich dann auch die Zeit dazu habe, damit halt kein Druck da ist. Denn sobald ich eine Playlist hochlade oder neues Projekt anfange, setze ich mich mehr unter Druck. Denn es kommt immer, immer, immer wieder die Frage, wann kommt denn die nächste Folge? Warum kommen nicht so und so viele Folgen am Tag? Und wenn ich ein Projekt mehr hochlade als ein anderes, dann wird gemeckert, dass ich mich nicht um das andere Projekt kümmere. Und das ist einfach nur anstrengend. Naja, aber beim Hochladen ist mir dann ein Fehler passiert. Und dann habe ich plötzlich in meinem Posteingang gesehen, oh, X3 wird wohl sein nächstes Projekt sein. Und ich so, WTF, wieso weiß der das? Und naja, dann habe ich halt alle Folgen auf öffentlich gestellt und muss jetzt gucken, wie ich das handhabe.
Also eventuell lade ich da echt nur sehr sporadisch die Folgen hoch oder ich power das jetzt kurz durch. Denn es sind, wie gesagt, hier immer nur die Erklärungsfolgen zwischendurch. Also ich spiele recht viel off-camera, bis ich einen gewissen Punkt erreicht habe. Dann nehme ich wieder ein paar Folgen auf, in denen ich erkläre, was passiert ist. Und dann, was ich danach vorhabe und mache dann wieder was off-camera. Das heißt, so viele Folgen werden es insgesamt auch gar nicht. Muss ich mal gucken. Und Schicksalsklinge. Ja, die müsste auch demnächst abgeschlossen sein. Oh ja, ihr seht gerade. peinlich. Wir haben momentan hochgeladen Folge 100. Hier schon Folge 101 und 102. Da habe ich auch schon die Sprechblasen runtergesetzt. Ein Feature, das auch recht gut anzukommen scheint. Was aber tierisch viel Arbeit ist, weil ich jede Folge halt zwei- und dreimal gucken muss. Was die Arbeit mal locker verdoppelt. Aber ja, die beiden habe ich jetzt schon aktiv gestellt, dass sie morgen früh um 8 freigeschaltet werden. Und die beiden hier muss ich jetzt noch einmal durchhören, da die Sprechblasen hinzufügen. Und danach werden es auch nicht mehr allzu viele Folgen werden, denke ich. Also es gibt nicht mehr sehr viel Content, das wir abarbeiten können. Dann hätten wir das Projekt auch abgeschlossen und dann muss ich gucken. Entweder fange ich sofort am nächsten Tag mit dem zweiten Teil an oder ich recherchiere dazu erstmal ein wenig und konzentriere mich auf die anderen Projekte. Also Planescape Torment hätte es eigentlich verdient, dass wir langsam da mal in die Puschen kommen. Denn ich will ja auch nicht Baldur's Gate 2 anfangen, bevor Planescape Torment durch ist. Ja, das ist alles ein wenig verzwickt. Am liebsten würde ich echt Vollzeit-Let's Player sein und jeden Tag 10, 12 Folgen aufnehmen. Aber das klappt so nicht. Na, vielleicht ein paar Jahren, wenn die Kleine im Kindergarten ist. Mal gucken. So, was können wir da noch Schönes machen? Wir können einmal kurz... Ah, das ist vollkommen verwirrend. YouTube hat ja schon wieder hier was geändert. Ich springe mal auf meinen Kanal. So, genau. Also die haben da schon wieder was geändert, was ich ein wenig ärgerlich finde. Wir sollten langsam bei einer Sache bleiben oder ganz viel auf einmal ändern und das dann rüberschwappen. Aber nicht so zwischendurch mal hier was, da was. Das bringt einem irgendwie aus dem Fluss. Aber na gut. Ah ja, genau, der Kanalhintergrund. Das war ja so eine Sache. Angefangen habe ich mit GIMP und habe dann selber was zusammengeschustert. Also ein altes Sarawak-Bild und ein bisschen Schwarz und ein bisschen Mauerwerk und das war's dann auch. Aber dann kam irgendjemand auf mich zu und hat gesagt, hey, ich habe hier einen Hintergrund für dich, willst du ihn nicht benutzen? War ich natürlich gleich tierisch happy. Und als das neue YouTube-Design kam, hat er mir dann auch gleich hierfür ein neues gemacht, was extrem gut gelungen ist. Also es passt perfekt zu meinem Genre mit dazu. Und dann kann ich halt hier immer ab und an mal die Grafik ein wenig abändern, um die News reinzubringen. Aber ja, alles in allem, sehr viele Projekte abgeschlossen. Da bin ich echt stolz drauf. Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ja, 7 abgeschlossene Projekte und teilweise richtig lange Projekte. Damit dürfte ich auf jeden Fall gezeigt haben, ich bin hier, um zu bleiben. Und 1300 Abonnenten haben wir gerade, 540.000 Videoaufrufe. Da kann man auch mit zufrieden sein. Ja, damit sind wir jetzt alle Videos einmal durch. Es gibt zwar immer noch jede Menge, was man besprechen könnte. Zum Beispiel, also den Stress habe ich ja schon mal angesprochen, den man sich selbst macht. Die ganzen Tricks, die man anwenden könnte und dann nicht sollte. Und da bin ich echt zwiegespalten. Weil man kann sich so sehr darüber aufregen. Und es ist eigentlich nur ein Hobby. Aber das ist halt der Gerechtigkeitssinn in mir. Wenn ich dann sehe, dass manche Leute so hoch gelobt werden, obwohl sie eigentlich echt nur am Tricksen und Verarschen sind. Aber da muss man halt sich ein bisschen auf die Zunge beißen. Und dann ist okay. Immer wie Don Quixote gegen die Windmühlen anreiten, bringt einfach nichts. Das habe ich auch mit der Zeit gelernt. Aber gut, ein Jahr hätten wir geschafft. Wir haben jede Menge Projekte abgeschlossen. Wir haben tierisch viele Folgen produziert. Und ich hoffe mal, dass es im nächsten Jahr genauso sein wird. Also mein allgemeiner Plan, ich habe hier ja die To-Do-Liste, zumindest ein Teil davon, allgemeiner Plan für nächstes Jahr ist, die Nordland-Trilogie abzuschließen. Das wird noch eine ganze Ecke dauern. Denn vor allem der dritte Teil dürfte ein bisschen länger dauern. Beim zweiten weiß ich es nicht, den habe ich kaum gespielt. X3 natürlich noch ein bisschen weiterspielen, obwohl das nicht so ein Fokus ist. Eigentlich würde ich ganz gerne Baldur's Gate 2 abschließen innerhalb des nächsten Jahres. Das wird ein ganz schöner Akt werden. Zum einen, weil Baldur's Gate 2 länger dauern wird als Baldur's Gate 1 und das hatte schon 170 Videos. Und zum anderen, weil wir halt vorher Planescape Torment beenden müssen.
was schätzungsweise auch an die 150 oder so Videos werden wird. Da muss ich echt gucken, ob das hinkommt. Und wir haben halt auch noch tierisch viele andere Projekte, die mich interessieren würden. Das sind halt die Sachen, die auch wirklich in den Kanal reinpassen. Aber ab und an habe ich halt auch Sachen, die ich einfach nur gerne privat, in Anführungszeichen, spiele. Und die will ich dann auch auf den Kanal schmeißen. Wie jetzt aber gerade X3. Also ich lasse mich immer noch ablenken. Aber ich denke mal, inzwischen habe ich mir das auch verdient. Und es kommt nicht mehr so schlimm an. Da halt genug Sachen da sind zum Gucken. Also wenn jetzt irgendjemand meckert und sagt, du kannst doch nicht das und das machen, dann ist er entweder ein Hardcore-Fan und hat schon alle meine Videos geguckt oder ist einfach nur verwöhnt. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich kann ja noch mal auf ein paar Sachen hinweisen. Ich habe zum Beispiel noch einen Twitter-Account, auch wenn da meistens nur dieselben Sachen raufgeschrieben werden wie hier im Feed. Und natürlich habe ich noch hier die sehenswerten Let's Player. Wobei, ah doch, habe ich schon aussortiert, sehr gut. Ein, zwei Leute davon haben jetzt schon inzwischen wieder aufgehört, was recht schade ist, da ich sie recht gerne mochte. Und hier ist auch dieser DSA-Kanal, wo halt alle meine DSA-Folgen hochgeladen werden und inzwischen auch von Seetang Tung sein Let's Play von Ketten von Satinaf, was auch sehr gelungen ist. Und dadurch wird der Kanal allgemein ein wenig mehr befüllt, denn es macht nicht wirklich viel Sinn, einen Kanal zu haben, wo nur ein Let's Player hochgeladen wird. Die Leute haben halt dann meistens direkt bei mir geguckt. Aber dadurch, dass er jetzt da ist und hoffentlich demnächst auch noch andere für die Drakensang-Reihe, dann macht es schon eher Sinn, auf den Kanal zu gehen und auch wirklich da zu bleiben, wenn man sich primär für DSA-Content interessiert. So, ich glaube, ich habe mir jetzt erstmal genug den Mund fusselig geredet. Ich schiel schon immer wieder zu meiner Kaffeetasse, aber ich will nichts trinken, damit ich später nichts rausschneiden muss. Ja, selber Druck machen und so weiter. Ich hoffe, es war für euch einigermaßen interessant und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Jahr bei einem ähnlichen Video. Bye bye.